Jetzt begrüßen wir schon das nächste Team auf der Bühne. Und jetzt die nächsten zwei Projekte gehen alle um den Kontext, den ihr vermutlich gut kennt, nämlich Schule. Wir fangen an mit Schoolpedia. Das Projekt haben entwickelt Elias, Emily und Johann. Und vorstellen werden es Emily und Johann euch heute. Mit der Technik läuft perfekt. Fast perfekt. Okay. Okay. Und? Ja, es läuft. Ein Traum. Okay. Viel Spaß euch. Ich bin gespannt. Noch. Hallo, wir sind Emily, Elias und Johann und unser Projekt hieß Schoolpedia. Wir haben das große Problem gesehen, dass wenn man Fragen zu Schulstoff hat, es keine zentrale Plattform gibt, wo man sich darüber austauschen kann, sondern man 30 Antworten bekommt und man kann keine Rückfragen stellen, wo dann auch sinnvolle Antworten kommen oder schnell, beziehungsweise man irgendeine Benachrichtigung bekommt. Also haben wir uns Schoolpedia überlegt. Also unser Endprodukt ist dann quasi eine Website, wo sich SchülerInnen und LehrerInnen austauschen können, Fragen zu Schulstoff gestellt haben, werden können und eben einfach sich über Schulstoff zu unterhalten. Man kann auch bereits nach bereits vorhandenen Inhalten, zum Beispiel Fragen, eben suchen und private Nachrichten schreiben. Das ist dann hier die Live-Demo. Man sieht hier einmal unsere Anmeldeseite. Wenn wir jetzt uns schnell anmelden könnten, dann gelangen wir ja auch schon zur Startseite, wo man dann eben entweder Fragen zu den Hauptfächern Mathe, Deutsch, Englisch stellen kann oder eben selbst eine Frage eintippen kann. Sie taucht dann unten in der Liste auf. Dann kann man nämlich auch beispielsweise die Frage eben hochraten. Jetzt ist sie weiter oben. Und so eben eine Liste davon erstellen, welche Anfragen vielleicht auch zielführender sind für andere Leute und eben so die ganze Systematik quasi verbessern. Wenn man jetzt hier einmal auf Antworten klickt, kann man hier eben ins Eingabefeld die Antwort schreiben und dann auch absenden. Zur Technik und technischen Daten. Das Ganze ist in HTML programmiert mit CSS und JavaScript. Das Backend soll in Flask gemacht werden, funktioniert aber aktuell noch nicht. Das wäre dann die Live-Demo gewesen. Ich habe es leider etwas vertauscht. Genau. Unser Ausblick und offene Punkte sind dann ein funktionierendes Backend-System. Das wollen wir noch weiterentwickeln und dass es eben besser funktioniert. Antworten nach Kategorien zu sortieren. Jetzt haben wir erstmal nur diese Hochraten-Button quasi. Andere Filter, Privatnachrichten und eben generell mehr Inhalte. Daran tüfteln wir, werden wir in Zukunft noch tüfteln. Ja, genau. Ja, das war's. War alles, was es aktuell über unser Projekt Schoolpedia zu sagen gibt. Und damit verabschieden wir uns auch. Danke nochmal an alle MentorInnen für die Unterstützung. Danke. Johann, kannst du nochmal sagen, was du gerade gesagt hast? Ich glaube, das ist im Applaus untergegangen. Danke nochmal natürlich an alle MentorInnen, die uns dabei unterstützt haben und an alle anderen, die mitgewirkt haben an diesem Projekt. Alles klar, danke euch.